بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى آله وصحبه أجمعين. Liebe Schwestern im Islam, ich wollte heute mit euch über ein ganz gefährliches und über ein ganz aktuelles Thema reden. Und das ist, dass es einige Jugendliche gibt, oder viele leider, die sich Muslime nennen, die eine Freundin haben oder ins Bordell gehen und dann damit angeben, prahlen. Das heißt, mit einer großen Sünde, die bei Allah verboten ist, prahlen sie. Wie kann das sein, dass jemand mit etwas angibt, was Allah verboten ist? Und ich gebe da mal ein Beispiel. Vor einigen Jahren habe ich einen Freund von mir aus der Jahiliya getroffen. Ja, der auch geborener Muslim ist. Und dann fing er auf einmal an zu erzählen, er hatte eine Russin kennengelernt und dieses und jenes und bla bla. Ich meine, man weiß ja sowieso, dass die Männer immer in diesen Sachen Weltrekordhalter in allen Disziplinen sind, mit dem Mund zumindest. Und dass immer 90% der ganzen Story sowieso gelogen sind. Aber auf jeden Fall, sagen wir mal 70. Auf jeden Fall habe ich zu ihm gesagt, Bruder, bitte erzähl mir diesen Kram nicht. Und er sagte, oh ja, stimmt, bist jetzt am Beten und so. Du darfst dir was nicht hören. Ich habe gesagt, guck mal, es geht nicht um mich, es geht um dich. Weil, wie willst du bei Allah subhanahu wa ta'ala Tauba machen, um Vergebung bitten, wenn du stolz drauf bist? Wie will das gehen? Oh Allah, bitte vergib mir. Ey Bruder, was ich gestern gemacht habe. Oh, wie will das funktionieren? Das ist keine Tauba. Da denkt man, man könnte jemanden für blöd verkaufen. Zur Tauba gehört, dass man es bereut, dass man das im Herzen schlecht findet, was man tut. Und man kann etwas nicht im Herzen schlecht finden, wenn man es gleichzeitig im Herzen gut findet. Gut findet im Sinne, dass man stolz drauf ist. Ich rede nicht von den Shahawat, die einen dazu bringen, diese Sünde zu begehen. Das ist wieder eine andere Sache. Derjenige, der diese Sünde begeht, und sagt, puh, ich weiß, das ist falsch und das darf man nicht machen und so weiter und so fort. Der, ja, das ist ein Sünder. Aber bei demjenigen, der stolz darauf ist, der damit rumprahlt mit seiner Freundin, ja, über den sagen Gelehrte, dass er ein Käfir ist. Warum? Weil sie sagen, dass er diese Tat halal gemacht hat. Ist die Halal, das heißt, der erklärt das für erlaubt. Weil sie sagen, ist die Halal, ist nicht nur, dass ich sage, oh, ich glaube, das ist Halal, aber eigentlich glaube ich, das ist Haram. Sondern die Lisanul Hal, die Zunge der Lage, sagen sie, so sagen sie auf Arabisch, die sagt, dass er das Halal findet. Weil wie kann er das, selbst wenn er sagt, ja, das ist Haram, ja, ich weiß, Allah hat das verboten. Wie kann er dieses Verbot akzeptieren, wenn er selber das zugibt und selber weitermacht? Und stolz darauf ist. Er ist stolz darauf, sich Allah zu widersetzen. Und das ist natürlich eine absolute Katastrophe. Und deswegen sagen sie, wer das macht, ist ein Murtad. Sagen einige Gelehrte dazu. So, und ich sage diese Sache, ich will hier niemanden zum Käfer erklären oder was auch immer, sondern ich sage das, um die Leute zu warnen. Jetzt Fußballspieler lässt sich mit seiner Freundin nackt abbilden. Ja, wie kann der im Herzen das Gefühl haben, dass das, was er macht, verboten ist? Der ist doch stolz auf die Bilder, der macht das vor allen Leuten. Der Prophet a.s. sagt, Kullu ummati mu'afa illa al-mudahiri. Meine ganze Umma wird vergeben werden, außer die Sünde veröffentlichen. Wa inna min al-mudaharati ayyam al-raju bil-layli amalan. ثم يبيت وسطر الله عليه ثم يصبح فيقول يا فلان إني عملت البارحة كذا وكذا أو كما قال. Ja, dass einer und zu diesem Veröffentlichen ist, dass jemand was in der Nacht macht und dann schläft er und Allah hat die Sünde verdeckt. Am Morgen steht er auf und sagt, hey, so und so, weißt du, was ich gestern gemacht habe? Ich habe gestern das und das gemacht. Dem wird nicht vergeben. كل أمتي معفى إلا المظاهرين. Außer die es verkünden. Deswegen, Brüder und Schwestern,
Fürchtet Allah. Und das ist ja vor allen Dingen bei den Brüdern extrem verbreitet. Fürchtet Allah. Ach, und das ist eine Krankheit, die wir hier sehen bei einigen Muslimen, dass es diese Krankheit gibt, ja. Bei den Mädchen ist es eine Schande, bei dem Jungen ist es keine Schande. Bei dem Jungen ist es genauso eine Schande. Allah macht hier keinen Unterschied im Koran. Das ist Verbot vor der Ehe und insbesondere in der Ehe mit jemandem, mit dem man nicht verheiratet ist. Ja, da braucht man gar nicht drüber zu diskutieren. Da ist keine kleine Sache, aber dass wir das als klein sehen, das zeigt, dass unsere Herzen verpestet sind. Das ist das Problem, dass das schwarz geworden ist. Deswegen möge Allah uns bewahren und möge Allah uns Iman geben. Und diejenigen, die solche Sünden machen, ich sage denen, macht jetzt Toba. In diesem Moment, bitte Allah um Vergebung und weine für deine Sünden. Astaghfirullah. Sage, oh Allah, mach am besten die Schahada auch nochmal direkt mit neu. Ja, und sag, ich fange heute nochmal neu an. Wenn du in diesem Zustand stirbst, du hast eine Freundin, bist damit am Angeben, nimmst das alles ganz normal. Subhanallah, wo bist du? Werd mal wach. Werd mal wach. Weil wenn du wach wirst, wenn du im Grab gefragt wirst, wer dein Herr ist und wer dein Prophet ist, ja, und wer, was deine Religion ist, dann ist es zu spät. Sondern jetzt musst du wach werden. Möge Allah uns bewahren und verbreite diese Botschaft an alle Brüder und Schwestern. Damit diese Krankheit in der Umma aufhört. Damit wir die Leute ermahnen, verzecke, verinne zikra tanfa'al mu'minin. Verinne zikra tanfa'al mu'minin. Und ermahne, denn die Ermahnung nützt den Gläubigen. Möge Allah diese Ermahnung nutzen und noch etwas anderes am Rande, was nichts mit dem Thema zu tun hat. Liebe Geschwister im Islam, ihr wisst, der Islam wird bekämpft, die wahre Dawa wird bekämpft, die über den Islam richtig verkünden, die werden dargestellt wie Verbrecher. Ja, die Fakten werden verdreht und man wird vielleicht versuchen, Internetseiten zu schließen oder was auch immer. Ich sage euch jetzt, organisiert euch für die Dauer. Macht in euren Häusern Dauerzentren. Trefft euch dort zusammen. Organisiert euch mit Brüdern, mit Schwestern. Schaut euch zusammen Vorträge an, ladet alle Vorträge runter und dann geht's weiter. Und versucht, diese Botschaft nach vorne zu bringen. Denn der Islam ist die Wahrheit. Subhanak Allahumma bihamdik. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Islam Express. Islam Express. Islam.